So, Freunde, wie ich erzählt hatte, mal wieder ein Z-Film von mir. Ich weiß, dass auf jeden Fall Franzin freut. Mich freut es auch. Alle anderen guckt einfach rein. So, diesmal wieder Rocco Hahn. Das ist Rocco Hahn T006-4. Das ist ein Express 4K Passenger Car Set. Das ist ein Resort Set. Interessantes Set. Verpackung wie so ein Buch und da haben wir hier dann die vier Waggons drin. Hier so eine Japanesen-Erklärung bebildert ist, wie man das Licht einschaltet. Das habe ich gemacht bei dem einen Wagen schon, der hat ein schönes Flackerlicht. Und hier sind dann die Waggons drin, die vier Personenwaggons. Das ist der Schlusswagen hier, die sind noch alle in Folie eingepackt. Ich zeige euch mal eben bei dem hier. Der hat hier ein Schlusslicht, da kann man auch noch panische Zeichen drüber kleben, das flackert. Und um das zu aktivieren, das Teil abnehmen mit der Schraube, dann kann man den Waggon öffnen und hier vorne sitzt ein Schalter, wo man dann so ein, ich sag mal, Schraubendreher hat, der hier drin ist. Geht aber auch mit dem Fingernagel. Das ist ein nice Set. Gucken wir uns das mal genauer an. So, ihr seht, das Set sieht nice aus. Wir haben jetzt eine 218er vorgespannt, eine deutsche Lok. Muss auch mal wieder bewegt werden. Erst wollte ich die E10 vorspannen, aber jetzt haben wir eine deutsche Lok vorgespannt. So, das Interessante ist das sogenannte Schlusslicht. So, ich bin ja draußen, hier scheint die Sonne, jetzt sind wir hier mal, wo Schatten ist. Bisschen langsamer, ich zeige euch mal eben das Schlusslicht. Sieht nämlich ganz witzig aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Gas gebe leicht, geht das an und aus. Ansonsten ein bisschen hell, aber sieht witzig aus, so leicht gelblich. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jedenfalls ein nice Set und vor allen Dingen Metallräder, alle Waggons haben Stromaufnahme, man kann also noch Licht einbauen und macht Laune.
Okay, habt ihr gesehen, nice Set. In Zukunft haue ich da eine japanische E-Lok von EF66. Die ist aber noch nicht da, die zeige ich euch auch. Außerdem, für die, die es interessiert, ich habe eine neue Märklin Z Dump-Lok. Wunderschönes Modell. Neu mein Dump-Lok-Feed und die zeige ich euch als nächstes, eventuell nächste Woche schon. Schauen wir mal. Bis dann.